Wir haben hier damals die kreative Ruhe gesucht und haben ein klein Versailles in dem Mecklenburgischen Wald gebaut. Es war die Laune eines Adligen. Barocke Pracht für Mecklenburg. Er errichtete eine Residenz mit Schloss, hielt Hof und vergnügte sich bei rauschenden Festen. Ludwigs Lust, Lust am Leben. Damals das Motto der Oberschicht. 300 Jahre später gilt es endlich für alle. 1, 2, 3, 4. Nur eines von vielen Projekten der Stadt ist das Haus für alle Generationen. Unter einem Dach wird Stepp getanzt, spielen die Großmütter begeistert Rommi und übt die Jugend für den großen Auftritt. Ludwigs Lust hat früh erkannt, um die Menschen zu halten, muss die Stadt etwas bieten. Lebensqualität. Zu Lebensqualität gehört für uns eine starke Wirtschaft, damit die Menschen ihren Lebensunterhalt hier vor Ort verdienen können. Gute Bildung und Kindertagesbetreuung, aber auch eine hohe Wohnqualität und ein gesundes Umfeld. Dafür arbeiten wir gemeinsam in unserer Stadt. Ludwigs Lust liegt optimal zwischen den Metropolen Hamburg und Berlin und zieht daraus großen Nutzen. Mit eigenem Autobahnanschluss und ICE-Bahnhof. Alteingesessene Unternehmen erweitern ihre Produktion. Neue werden hinzugewonnen. 800 Betriebe bieten Arbeit für 6.000 Menschen. Ludwigs Lust fördert seinen Mittelstand mit einem Rundum-Service. Die Stadt unterstützt uns bei der Erschließung neuer Gewerbeflächen und hilft uns auch bei der Anbindung infrastrukturell. Gute Arbeit und gutes Wohnen. Ludwigs Lust bietet dafür jungen Familien vergünstigte Bauflächen. Für jedes Kind gibt es einen Rabatt auf den Grundstückspreis. Wir haben uns bewusst für Ludwigs Lust entschieden, weil wir uns als Familie hier willkommen fühlen und die Familienförderung bei der Bauplatzfinanzierung war das Ausschlaggebende letztendlich für uns hier zu bauen. Selbst für die Kinderbetreuung hat man hier eine pfiffige Idee entwickelt. Das Projekt Oma Hurtig. Senioren unterstützen junge Eltern, ehrenamtlich. Ludwigs Lust gelingt es, seine barocke Geschichte mit Open-Air-Konzerten, Festspielen und Kulturnächten auch international bekannt zu machen. Das lockt noch mehr Touristen. Und die sehen hier ihr Motto. Lust auf Leben hat diese Kommune umgesetzt. Es ist gelebte Realität.